Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Man möchte es kaum glauben, aber es gibt wirklich News für Battlefield 5 und zwar insbesondere für Community Games, ein paar neue Eliten und noch einige Fixes bzw. kleine Anpassungen. All das sehen wir uns im heutigen Video an. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann ballert doch gerne ein Like raus und für alle Neuen bleibt gerne mit einem Abo hier. Und ja, wir checken jetzt gemeinsam die Details und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, der Community Manager EA Park Welsh hat es auf Twitter schon angekündigt, und zwar, dass er heute die nächsten News zu Battlefield 5 droppen wird, insbesondere in den Foren. Das hat er auch getan. Und das Update wird ziemlich schnell kommen. Und zwar findet es schon am 17. November um ca. 9 Uhr UTC Time statt. Da wird das Ganze abgedatet. Wenn ich das richtig interpretiere, wird das aber auch gleich wieder nicht herausgenommen, aber zumindest auf nicht aktiv geschalten, um ganz einfach das Ganze nochmal im Real Server Management darzustellen. Ihr wisst ja, es gibt keine Testserver, wo sowas getestet werden könnte. Also muss man es wieder am lebenden Objekt bzw. offenen Herzen operieren. Das nehmen wir jetzt aber einfach mal so hin, weil die Änderungen, die in den Community Games möglich sein werden, die sind echt nicht zu unterschätzen, bzw. da können wir uns auf einiges freuen. Das gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch. Starten werden wir also erstmal mit den allgemeinen Settings bzw. Änderungsmöglichkeiten. Und zwar, man kann den Kugelschaden anpassen auf 50, 100, 125 oder 200%. Den Ticket Count, also Ticketzählung, 50, 100 und 200% ändern. Die Respawn Time auch auf 50%, 100 oder 200% ändern. Das gleiche gilt für Fahrzeuge und für die grundsätzliche Rundenzeit. Also hier kann man wirklich epische Battles an den Start bringen. Zusätzlich könnt ihr jetzt natürlich die Server nicht nur erstellen, sondern auch mit verschiedenen Spielmodi und Maps ausrüsten, die maximale Spieleranzahl frei bestimmen, Passwort vergeben, das war, denke ich, auch jetzt schon möglich, und Spieler kicken bzw. auch permanent bannen, falls euch irgendjemand da auf den Sack geht. Ich blende euch jetzt an der Stelle auch nochmal ein Bild ein, wie das Ganze jetzt in der vollständigen Konfiguration aussehen wird. Es bleibt nämlich nicht nur bei diesen Einstellungen, sondern jetzt kommen wir wirklich zu den Big Changes bzw. Neuerungen, wo wir hier richtig geile eigene Server erstellen können. Und zwar, wir können sämtliche Klassen ein- und ausschalten. Also, wenn ihr keinen Assault oder Medic dabei haben wollt, Sniper only, ist alles möglich. Man kann auch diverse Waffen bzw. Waffengruppen ausstellen. Also, wenn jemand zum Beispiel keine MMGs oder Shotguns auf dem Server sehen will oder auch die beliebten Panzerbüchsen, dann kann man die jetzt aufschalten. Selbiges gilt für Gadgets und auch Vehicles, also Fahrzeuge und Flugzeuge. Das ist auch alles separat einstellbar. Auch dem Aim Assist kann es an den Kragen gehen, und zwar ist das beides, beide Aim Assists sind ausstellbar, sprich der Slowdown und auch der Aim Snap kann man ausstellen, man kann sogar Kompass ausstellen, man könnte Friendly Fire aktivieren, was richtig Spaß machen kann, man kann eine Kill Cam anschalten, mega geil, Minimap und Soldier Name Tags und vieles, vieles mehr. Also da freue ich mich schon richtig drauf, da auch selber den Community Server zu erstellen und mich da ein bisschen rumzuprobieren. Das kann ja wirklich nur richtig, richtig geil werden. So viel erstmal zum Community Game Feature bzw. Update. Wir bekommen natürlich auch noch neue Eliten ins Game, und zwar einmal den Jonathan McNeil und den Siegfried Albrecht, vermutlich Siegfried Albrecht. Das ist der Weihnachtsmann mit dem großen weißen Rauschebart, der Navy Seal. Kommen beide ins Spiel, ob man das jetzt braucht oder nicht. Wer die möchte, kann sich die auf jeden Fall erspielen, und das auch wesentlich günstiger als gedacht. Das Ganze gibt es nämlich für Company Coin Münzen und nicht für die
Echtgeldwährung, die man zwar zwischenzeitlich oder mittlerweile auch grinden kann, ist in jedem Fall nicht nötig. Könnt ihr euch einfach über Company Coins ziehen. Werden wir dann in jedem Fall auch machen. Warum auch nicht, ist ja fast gratis. Dann kommen wir jetzt mal zu den Bugfixes und auch da sind durchaus ein paar interessante und auch weniger interessante Dinge mit dabei. Auch das werde ich jetzt euch jetzt einfach mal verlinken, dass wir nicht komplett alles verbal durchgehen müssen. Also es sind diverse Anpassungen an Waffen und Fahrzeugen, am Übungsgelände, an Karten, spezielle Spawns oder Sniper-Vorteile, wo man eben in der Outrange von der Map über alles drüber snipen konnte. Also auch das ist durchaus interessant. Packe ich euch alles in die Videobeschreibung. Der Räusperer, der musste jetzt einfach sein. Und ja, Leute, ich würde sagen, ihr seid jetzt wirklich auf dem aktuellen neuesten Stand und das auch relativ zeitnah in Anführungszeichen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ja, ballert einen Daumen nach oben raus und wir sehen uns zum nächsten Video. Ganz viel Spaß euch, haltet die Ohren steif, guten Start in die Woche und vergesst nicht, morgen online zu gehen, euch den Patch zu geben, runterzuladen und dann könnt ihr auch gleich mal selber ein bisschen rumprobieren, was es denn da nicht alles Neues zu entdecken gibt. Bis dahin, haut rein, euer E-Team.